ich freue mich drauf, weil ich denke, wir haben jetzt, FC steht über uns und wir haben wirklich zwei Teams auf Augenhöhe. So, und wir haben aber ein Heimspiel. Ich denke, das ist sicherlich ein Vorteil von uns und dem müssen wir uns eigentlich stellen. Wir haben sicherlich vielleicht den einen oder anderen Punkt irgendwo liegen lassen, aber das Thema ist, wir können in die Spur kommen. So, und am besten ist, wir fangen am Samstag mit an. Es gibt keine Kopie, es gibt nur Borussia oder es gibt FC. So, und das ist einfach so und jeder macht das, was er für richtig hält, um standfest in der Bundesliga zu werden. Der FC hat es dann gemacht. Ich glaube, Jörg Schmadtke und Stöger haben da einen großen Anteil dran. Und dementsprechend ist das, was jetzt da ist, harte Arbeit gewesen. Und da muss man am Ball bleiben. RB Leipzig ist jetzt eine Überraschungsmannschaft. Wie sich das entwickeln wird, wir haben 10 Spiele gespielt. Also da sind viele offene Fragen, aber ich glaube, da ist auch viel reininterpretiert worden, was Leipzig auch nicht gerne so mag.